Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, die letzte Folge war doch ziemlich skurril irgendwie. Wir sind scheinbar getötet worden, dann waren wir jemand komplett anderes und jetzt sind wir doch wieder wir. Wir schauen mal, ob wir hier des Rätsels Lösung finden. Ich glaube, das war jetzt der Typ, wo ich gesagt habe, der sieht so ein bisschen aus wie Keanu Reeves. Ich komme ja irgendwie doch jetzt. Toll, wo ist der jetzt? Da oben oder was? Ja. Ist das hier nicht die Treppe, wo der eben entlang gegangen ist? Doch, das ist das doch, ne? Dann hier links ins Büro. Oder? Nee, jetzt bin ich irgendwie. Oh, das macht meine Augen so dermaßen kaputt, hier so zu gucken. Da hinten ist der. Boah, das ist eklig. Wo ist er denn jetzt da reingegangen? Da. Laufen kann ich immer noch nicht. Ja, das ist dieser And komische you. Kerl. Who are you? Okay. System hier geladen. Oh, ich bin schon mal recycelt worden. Also recycelt noch nicht ganz, aber. Ich bin auf einer Müllhalde, ne? Ja, städtische Müllhalde 2077 um 4.40 Uhr. Okay, also ich kann kriechen. Steht zwar Grab dich frei, aber wir sollen erstmal kriechen. Ist das rechts interessant? Ne, ich kann auch nur vor und zurück. Ich kann auch gar nicht nach rechts, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider. Ich glaube, es war bei Rise of the Tomb Raider, wo wir irrsinnig lange gebraucht haben, durch so ein Loch durchzukriechen. Oh je. Nicht gut. Aber wenigstens können wir jetzt wieder normal sehen. Now listen, dog. I have done exactly what you asked. So let's you and me figure this out. Sehr schön. Das Arschloch wollte mich umbringen oder hat mich umgebracht. Arasaka-sama, Oto-sama no satsugai-han o mitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. Hi. 1 hour later, I'll arrive. Help me. Quiet. Ich glaube, das wäre jetzt passiert, egal was wir gesagt haben, deswegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, das war glaube ich der Sohn hier, ne? Das war glaube ich der, der nicht wusste, dass der eine Typ da seinen Vater umgebracht hatte. Oder war das der, der den umgebracht hat? Nee, ich meine, das ist der Sohn gewesen. Tja, was erwartet man von jemandem, der gerade auf einer Müllhalde entsorgt worden ist? Also. You hear me? I need your help. Thank you.
denn jetzt her? Autsch. Ah. Dass der so ein Vertrauen in mich hat? Okay. Die Reifen kann ich scheinbar nicht kaputt machen. Hallo, ich treffe den doch die ganze Zeit. Leute. Ich verstehe nicht, warum er die Reifen nicht einfach verschießen kann. Das wäre für mich das Logischste jetzt. Fährt er jetzt rückwärts? Cool. Komm, jetzt. Oh je. Wieso kann ich nicht schießen? Das sah jetzt mal krass aus. Oh, ich war gerade abgelenkt. Entschuldigung. Ist das ein Terminator oder was ist das? Hilfe! Kannst du den Wagen mal ruhig halten? Ich muss hier zielen. Eieiei. Ja, ich weiß, dass ich zu viel dabei habe. Entschuldigt bitte. Ich konnte ja immer noch nicht irgendwo hin, wo ich meine Sachen loswerde. Gib mir eine Waffe. Der Typ lebt noch. Oder das Ding da. We both could use medical attention. Do you know a Reaper Doc whom you can trust? Keine Ahnung. I know someone. We must get to Reaper Doc quickly. Victor will fix us up. We have to get there somehow. Call someone. Anyone. Habe ich noch eine Verbindung? Ach, das ist das Auto, ne? My scanner indicates you are outside the service area. Ja, das könnte sein. Come. Pick me up. Need to get to Misty's Esoterica. In front of Bix. Of course. A vehicle is en route. It should arrive in less than 20 minutes. What are you doing? Hey! The personal link is damaged. Please proceed to insert the jack below the ear, though not too deep. There should be auxiliary neurosockets between her lymph nodes, beneath the SCM muscle. If I hit the vein by mistake, she will die. Indeed, as she will if you do nothing. Hmm. I think I have the socket. Now proceed to connect. Das war wohl nix. Let's get her inside. I cannot hold it. I need to rest. That your blood? Misty! Pressure's tanking. It's neurogenic shock. She's dying. Gotta cut my way through the occipital bone. No other way. There is risk of... I know what I'm doing.
Okay, umsehen bringt anscheinend nicht allzu viel. Aufstehen kann ich auch nicht. How is she? Slower on the men than you, but looking better every day. V, you in there? Victor's Klinik. How you feeling? Um 18:49 Uhr. Then I'm all back. Ears are ringing. And then I'm seeing shit. These hallucinations. Describe them to me. Blinding lights. It's loud. I'm on stage and almost can't breathe. I'm so damn full of hatred. And then I let it all out into a mic, and I realized it didn't help. I don't feel any better. And then, promise not to laugh. I plant a bomb in Arasaka Tower. Nothing there to laugh about. They killed me. Never been so afraid. Und das gleich zweimal. Even for a lucid dream. You weren't dreaming, V. Those were memories. There's a personality construct on that shard. Dreams you had were from his past. Hang on. I mean to say, there's an actual terrorist in my head right now. That's right, Johnny Silverhand. Had his crowning moment about 50 years ago. AHQ bombing. Heard of it? It's his doing. People say he was buried under the rubble. Anyway, that's not what's important right now. Think you can top the terrorist in my brain? The biochip. It's basically a bomb. Fuse lit already. You don't have much time left. Much life. A few weeks tops. Silverhand's construct is overriding your consciousness, gradually taking over your body until one day you'll just be gone. V, it's important you get all this. Ja, das letzte würde ich gerne sagen, ja. You'll fix me up, right? Vic? If I could, I would, V. Believe me. But this is... it's way beyond what I know how to do. You're the best of the best, Vic. Why can't you help me? You want the long story or the short? Don't omit a thing. Not one deed. Okay. There was... is a construct. A psyche on the chip. Out of Johnny Silverhand. You jacked it in your chip slot. Nothing happened, right? Until you died. Bullet in the head from Dexter Deshawn. How do you come back from something like that? Low caliber. You lucked out. Not least thanks to another poor decision by Mr. Deshawn. The nanites off the chip started fixing the damage. Then they took your hand and coaxed you off the path toward the light. Frankensteins Monster. Ja, sowas in der Art, genau. People don't just die and then get up like nothing happened. Used to be true. Now it's only if they don't have a classified piece of corpotech primed to resurrect them. What about me? My psyche? I make it back from the other side and what?
I'm supposed to pretend change is normal? Ask the Arasaka engineers who built the thing. All I know is your mind's gonna go. And it won't be pretty. From the biochip's perspective, your brain cells are a tumor that needs to be scooped out, while your body's an empty shell to hold the construct. So this fucking terrorist wants to wipe me and take my place, take my body. It's not willful on his part, it's automatic, inevitable, and neither of you can stop it. Der Splitter aus der Fernsehwerbung. Can we just take the chip out or switch it off? Either way is out of the question. You die immediately. Vic, you've always come through for me. If there's nothing you can do to help me, then what the hell do I do? Tell me, please. Vic. I wish I knew, kid. Misty? Ich will dich beobachten. Lass mich nach rechts gucken. Oh yeah. You're asking too much from an old timer like Vic. Come on, V. Let's get you home. Ja, zumindest kann ich die Sachen dann endlich mal loswerden. Hoffe ich zumindest. And then he died. And I thought I was gonna die with him in my sleep. Sleep's a small hint of death. The inevitable. Can't actually tell if I'm awake now. I mean, I could be dead already, right? Not something to focus on, V. Let it go. Here. Got some meds for you. Omega blockers. Taken regularly, they'll keep things from progressing too quickly. Also, they should keep that guest of yours calm and quiet. Pseudoendotrizines from me. Effect will be opposite. It'll speed things up. Free the demon, so to speak. Giving me a pill to prod that son of a bitch so he can kill me faster? Listen, you're likely to be fine for a while. But sometime down the road, it could turn into pure agony. I'm giving you options, honey. The brain can be tricked. Plain old painkillers do that. Your psyche's gonna die, V. You'll feel your old self slipping away. At some point, you won't recognize yourself. It'll be terrifying. It'll be painful. But it doesn't have to be. The fuck I need pills for. How did you stick a gun in my mouth? Pull the trigger. Well, that way you'd kill two souls. Is that what you want? Gotta lie down. Here, got one more thing for you. Vic pulled this out of your skull. A lucky charm? Ach so. Ich dachte jetzt, ich hätte... Try to get some sleep. Misty, wait. About Jackie. Yeah? I'm so fucking sorry Jack's not here anymore. Jackie was special. Really spiritually rich. He touched so many people with his love. Don't worry. He'll be around. Sure you'll be all right? I'll be fine. Life is so beautifully powerful. So much more powerful than death. But right now you need rest. So sleep. Please sleep.
Ja, ich würde mich dann eigentlich gerne hier schon mal von euch verabschieden und hoffe, dass ich hier einen guten Cut machen kann, weil ich denke, dass es am nächsten Morgen wieder schnell losgehen wird und ich wahrscheinlich wieder irgendetwas machen muss. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich vorher nochmal mein Inventar ein bisschen leeren kann. Deswegen sage ich jetzt schon mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Gotta get out of here, understand? And I'll kill anyone who gets in my way, you included. Need a smoke. Where'd you stash yours? Dein Ernst jetzt? Where did you even come from? How are we even talking? How the fuck should I know? The fuck kind of droid toy are you supposed to be? Fucking ghost off! Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich soll eigentlich mit ihm sprechen, aber irgendwie möchte er nicht, dass ich mit ihm spreche. Ich werde mich jetzt mal auf den Boden werfen lassen. Who you work for, start talking. Fuck. Ich wollte doch nur mein Inventar leeren. Fuck. Geht es noch? Steht die auch nochmal auf? Ach so. Rip the thing out myself. No, wait. Okay. I'll take control. I'll find a way. You hear me? See you never, asshole. Now like that. Stick some iron in your mouth and pull the trigger. I can feel it. Our minds touch on you. I'm like mold on fruit, creeping into you. Nothing I can do about it. You hear me? I'd puke if I fucking could. It's just a copy of the end. Komm, krieg weiter. I'm out there somewhere. Gotta be. Akt 2.
So, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal... Ich darf es ja gar nicht aussprechen. Rotzen rumtreibt? Was, wie, wo? Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal die Möglichkeit dazu bekomme... Liebe Miss Wie? Was, wie, wo? Was, das waren alles Nachrichten, glaube ich, ne? Dass ich jetzt endlich mal die Gelegenheit dazu bekomme, mich hier ein wenig... Oh, ich kann schon wieder was nehmen. Sehr schön. Ja, ich weiß, ich weiß. Mich hier ein wenig umzusehen, eventuell noch ein bisschen Munition zu nehmen. Und dann konnte ich das einfach so machen, indem ich das übers Inventar gemacht hatte. Wieso bin ich jetzt hier nur in Unterwäsche? Ich meine, schicke Farbe von Unterwäsche. Aber wieso bin ich hier nur in Unterwäsche? Hallo? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich musste hier links irgendwie... Ach so, da. Lager öffnen. Stand es doch gerade noch da. Ja, also ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass ich ein bisschen weniger trage. Es ist natürlich ziemlich scheiße gemacht, dass man ja nicht alles einfach so mitnehmen kann. Aber irgendwie auch logisch, weil ne, normale Personen können halt nicht alles unendlich viel tragen. Ich werde mich erstmal darum kümmern, dass ich mein Inventar ein bisschen leerer kriege. Und dann sehen wir uns gleich wieder.